Oh Gott, diese Lex mal wieder. Ach so, ich sollte vielleicht mal... Aua. Ach, halt. Ja, das ergibt Sinn. Jetzt haben wir nur das Problem. So, du fliegst jetzt auf die andere Seite. Das ist auch in Ordnung. Da sollte ich noch hochkommen, gerade so. Halt! Immer dieser Zwang, sich beeilen zu müssen hier. Eins, zwei, drei. Ach so. Gut, dann kann ich auf der Seite nichts mehr machen. Ja, diese Musik, ne? Die kennt man aber auch aus Super Metroid. So ähnlich von der Engine her. So, zack. Aua. Ja, du bleibst da bitte schön stehen. Nun, was hat das wohl zu bedeuten? Das hat nämlich noch, ich glaube, das hat auch noch irgendeine Bewandtnis. Ich bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Ah, diese Musik, das erinnert mich an Super Metroid. Oh, da können wir irgendwann auch noch lang. Ja, warum kommen wir wohl jetzt ins Gebiet Ridley? Und warum wird dann gerade dieses Figurchen eingeblendet? Ich kann es dir überhaupt nicht erklären. Aber ich muss sagen, für, ja, diese Verhältnisse ist es halt cool dargestellt. Ja, und dieses Gebiet, das sieht halt schon ein bisschen finaler aus, ne? Das halt. Ich will erst wissen, was da auf der rechten Seite ist. Achso, das kann man einfach zerbröseln. Ja, gut. Die Bausubstanz ist halt nicht die beste, ne? Ach so, das ist ein so... Ja, das ist ein Farmraum sozusagen. Okay. Dann holen wir uns mal noch ein paar Raketen. Jetzt sind wir bestens ausgesorgt. Wunderhübschens. So, dann können wir nämlich genüsslich abspeichern. Ja, aber diese Musik erinnert mich an Super Metroid. Da gab es auch so ein Pflanzenvieh, was an der Decke hing. Wo du dann auch mit diesen Raketen... gut getimt das erledigen musstest. Da können wir noch nichts machen. Sprich, wir können nur eigentlich nach oben. Es sei denn, der Boden sagt irgendwas, was nicht der Fall ist. Da können wir hier durch. Ne, da kommen wir nur mit der Rakete durch. Wahrscheinlich für einen Rückweg. Ja, nun... Ich muss ja hier irgendwo weiterkommen. Naja, weil Raketen werden nicht durchgehen. Nee, das passt schon mal nicht. Aber wenn ich hier auch nicht durchkomme, wo denn dann? Hier gab es jetzt nichts, da auch nicht. Das heißt, ich müsste ja irgendwo von weiter oben hinkommen, aber das ist ja auch nicht der Fall. Weil aus der Hocke kann ich auch keine Rakete zünden. Das funktioniert also auch gerade nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo einen anderen Weg. Zumindest ist hier die Bausubstanz schon mal stabiler. Ja, aber dann weiß ich echt nicht. Obwohl, warte mal, ich kann das zerbröseln. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht unterbrochen.
Weil nicht, dass ich hier irgendwo Geschwindigkeit brauche und nach oben schießen muss. Das könnte ich mir hier nämlich irgendwie auch vorstellen. Das ist vielleicht ein bisschen abwegig, aber ich weiß es nicht. Warum habe ich dann hier die ganzen... Aber... Ne, ich glaube, das ist ein reiner Farmraum hier. Da bin ich gerade etwas verwirrt. Nee. Aber bin ich denn hier überhaupt richtig? Oder hat sich das Vieh jetzt weiter durchgefressen und ist das ein Hinweis, dass ich wieder hoch muss? Weil wie gesagt, hier kann ich nichts anrichten. Da komme ich auch noch mit Superbomben durch wahrscheinlich. Die kennt man ja. Nun, da passiert auch noch nicht viel. Vielleicht hier oben in der Ecke. Dann probieren wir mal die andere Ecke. Das wäre aber auch zu abwegig. Ich gehe nochmal nach oben. Wie gesagt, mich irritiert hier etwas. Warte mal, da unten war ein Lavagebiet, da konnte ich aber noch nicht rein, weil ich dem nicht resistiere. Aber ich sehe hier irgendetwas, was mich nach unten bringen könnte. Ihr seht, was ich meine. Ah ja, jetzt hat sich das Vieh hier nämlich durchgefressen. Ne, das ist ein Weg, den brauchen wir später. Und jetzt sind wir... Nun, ne? Man merkt schon, irgendwas hat sich hier verändert. Hi. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich den bekämpfen? Ach so! Den kann ich mit Raketen nur... Wo bist du denn? Da? Ja. Am Stachelschwanz tut's halt immer weh, ne? Einfach mal die Raketen hinterherballern. Nun, das hat irgendwie nichts gebracht, auch gut. Aber man hat ja auch sonst keine Möglichkeit, dem richtig auszuweichen, ne? Ja, ich glaube, den Schaden muss man irgendwie so ein bisschen billigend in Kauf nehmen. Ja, das Vieh läuft amok. Yay! Was zum Geier geht hier gerade vor sich? Ach so, das ist Amok gelaufen. Ah, jetzt haben wir nämlich... Richtig, jetzt haben wir den Super Missile Container. Mit dem können wir jetzt nämlich auch grüne Türen öffnen. Mit Select anlegen, feuere dann mit RB. Ah ja. Gut zu wissen. Hier bei dieser Pflanze, daran orientiere ich mich mal. Die wird doch zu irgendwas gut sein. Also direkt bei der Pflanze, da muss ich mal nach oben springen.
Licht. Ah, da wird da was angezeigt. Der Punkt ist doch nicht umsonst da. Das könnt ihr mir jetzt nicht erzählen. Da muss irgendwo was sein. Kennt ihr das, wenn man irgendwie immer versucht, irgendwas herauszufinden? Weil hier muss es ja auch noch nach oben gehen. Ich kam ja zumindest von dort. Also nochmal das Ganze. Zack. Ja gut, hat einen jetzt auch nicht weitergebracht. Außer, dass wir jetzt die Super Missiles haben. Ach so. Ja, ansonsten kam man ja auch so nicht weiter hoch, weil hier hätte man jetzt nur diesen Rückweg, aber das ist dann auch nicht das im Sinne dessen. So, wieder normale ausrüsten. Ja, man merkt halt, ne? Man kommt in immer komischere Gefilde, wo man sich so denkt, warte mal, irgendwie ist das schon komisch. Aber wie gesagt, die Gefilde, die werden halt immer ja, mysteriöser, immer ruinenartiger. Immer urinenartiger. Ich wusste es! Bin aber zu früh abgesprungen. Schade. Ich hätte es gerne geholt, weil, ne? Ich hätte es gerne sofort abgeholt. Aber gut, man kann nicht alles haben. Oh, dank des Hi-Jump. Gleich ein Bekannter von He-Man, ne? Mit dem können wir hier wieder entspannt rüberspringen. Da drüben wird ein Savepoint sein. Guck mich aber erstmal weiter oben um. Irgendeiner muss ich doch mal gedacht haben, hey, ich mache solche Sprungpassagen. Ach, hi! Schön, dass ich euch hier auch mal empfange. Das ist ja mal Neues. Was bist du eigentlich von Geier? Ja gut, für die, die es dann halt nicht so schnell, die es auf den anderen Wege nicht schaffen, da haben sie halt diese Möglichkeit eingebaut. Ich bin mir sicher, man hätte es auch anders schaffen können. Ja, daran siehst du halt, dass hier überall noch welche sind. Ich glaube jetzt nicht mehr. Ich wundere mich, warum nichts passiert. Keine Powerbomb gelegt. Oder keine Morphballbombe, sagen wir es mal so. So, dann gehen wir nämlich mal zum Speicherpunkt. Wir haben schon wieder 3:30. Wow. Speichhorn abgeschlossen. Ach so, der liegt auf dem Weg. Das ist auch okay. Ja, wir kommen immer weiter nach unten. Hier haben wir nochmal so einen Farmspot. Ja, komm, die eine Rakete, die will ich jetzt haben. So. Also, wir brauchen erstmal Full Life. Weil wenn du... Das ist halt immer so, das Leben geht vor Raketen. Sobald du Full Life hast, kannst du dann nämlich wieder Raketen farmen. Und ich gehe von der Annahme aus, dass wir die brauchen werden. Wie gesagt, das Gebiet heißt nicht umsonst so, wie es heißt. Und das Symbol ist auch schon sehr verräterisch in dieser Hinsicht. Wir können ja zudem immer noch einen Safe Spot setzen. Das ist das Gute. Zack. Kannst du über 100 Raketen nehmen? Wow. Okay, jetzt dürfen wir das Maximum erreicht haben. Danach gibt es wieder nur Lebenspunkte.
Ah, okay. Ridley-Kartendaten erhalten. Also wir sind doch noch nicht, sage ich mal, so weit, dass man sagen kann, okay. Wir werden trotzdem erstmal eine Runde speichern. Das werden wir uns nicht nehmen lassen. Nee, ich brauche keinen Analogstick, bitte. So, was habe ich davon, hier oben lang zu gehen? Irgendwie nicht wirklich viel, aber ist egal. So, gerade mal 5 Lebenspunkte verloren. Wir können jetzt 110 Raketen schon mit uns führen. Ah, dieser Eisbeam, der ist halt so legendär. Ja, das ist auch das Witzige. Wenn du draufstehst, kommt da niemand raus. Aber ansonsten, wehe, du stehst nicht drauf, dann kommen sie wieder raus. Als hättest du irgendeine Taste gedrückt, dass es verhindert. Oder hättest du irgendeine Sperre gesetzt, dass sie da nicht rauskommen. Gut, wir haben 2, nehmen wir trotzdem mit. So, was ist jetzt wieder passiert? Achso, hier ist auch eine Speicherstation. Wir sind also auf bestem Wege, zu Ridley zu kommen. Jetzt werden uns wahrscheinlich hier noch einige Figuckchen erwarten, die uns den Weg wahrscheinlich etwas erschweren möchten. Hier haben wir erstmal noch einen alleinstehenden Raum. Warum ist der alleinstehend, dieser Raum? Der hat keine Freunde. Okay, das ist ein Rückweg. Vor allem die Musik, die macht das Ganze noch so spannend, finde ich. Weil du denkst, jeden Moment könnte irgendwie was passieren. Okay, da kommen wir auch noch nicht lang. Das ist auch nur eine Rückwegmöglichkeit. Ah ja. Dann haben wir das nämlich auch schon mal eruiert, was hier passiert. Auch ganz wichtig zu wissen. Da kommen wir also auch nur zurück. Sprich, man sollte jetzt hier nicht alles zu sehr verschießen. Beziehungsweise... Ja, was ist das denn? Okay... Okay, das ist alles Getrolle hier. Gut zu wissen. Komme ich da wieder nach oben? Yay! Habe ich mir schnell eine Abkürzung gebaut. Hier farme ich mal ganz kurz wieder ein paar Lebenspunkte. So, fertig. Sind wieder komplett aufgefüllt, beziehungsweise wir waren es. Sind es auch wieder... Mensch, actionreicher als manch Fußballspiel, wo überhaupt nichts wirklich passiert. Nee, da will ich auch nicht hin. Wieso wird das dann eigentlich nicht angezeigt? Habe ich hier noch eine Rückwegsmöglichkeit? Nee. Achso, das ist wiederum Getrolle. Ah ja. Nicht gerade nett, aber ist okay. Ach, deswegen immer diese vielen Teile hier aufgestellt. Ah ja, ich habe euch schon durchschaut. Zumindest so zu teilen. Das Schöne ist, du kannst durch den Wavebeam einfach die jetzt schon erledigen. Hast dann später keinen Stress mehr. Ich habe das dumpfe Gefühl, Raketen werden beim nächsten was ganz wichtig. Ich weiß auch nicht, wie ich zu dieser These komme, aber führende Theoretiker vermuten. Yay, wie ein Schneckenhäuschen. Okay,
Man braucht eine Super Missile, um... Das ist ja wenigstens cool. Du brauchst... Also du musst eine Super Missile einsetzen, um deinen Super Missile Container zu erhöhen. Das ergibt irgendwo auch Sinn. Ja, okay. Das noch weniger. Ja, da kommen wir ja später hin. Wahrscheinlich mit der Screw Attack. Die müssen wir ja irgendwann auch erhalten. Anders kann ich mir es zumindest nicht erklären. Oder wir kommen auf diesem Wege links lang hin. Das könnte auch noch eine Möglichkeit sein. Warte, was? Oh! Hey, haben wir zumindest ein paar Raketen wieder. So, füllen wir es nochmal ganz kurz auf, ganz geschwind. So, und was das Originalspiel natürlich nicht ergibt, ist, dass wir hier einen Speicherpunkt setzen. Einmal so. Dann können wir einfach vor Ridley abspeichern und haben das Ganze viel besser unter Kontrolle. Auf zu Ridley. Was? Dann wird der einen schon so angezeigt und dann... Ein unbekanntes Objekt, okay. Ja gut. Ein weiterer Energietank, dann haben wir zumindest schon mal fast alle. So, lassen uns hier nochmal auffüllen. Aber ich denke mal jetzt. Ich glaube, jetzt kommt hier aber was. Weil ich kann mir sonst nicht vorstellen. Ich kann mir beileibe wirklich nicht vorstellen, dass es hier ohne Ergebnis bleibt. Ah Gott. Ja gut. Dann kriegst du jetzt halt eben Ärger. Der Kampf, der ähnelt halt sehr stark den aus Super Metroid. Dürfte ich hier bitte mal raus aus der Ecke. Aber gut. Der war irgendwie deutlich einfacher. Also der war ja mal richtig easy. Eine andere Technik brauchst du für den eigentlich nicht. Ich hätte dann auch mit super Dingern arbeiten können. Gut, dann haben wir eben noch nicht die Screw Attack. Vielleicht soll es die auch nicht so geben. Kann ja auch sein. Aber wir haben halt irgendwie noch nicht alles erkundet, was es zu erkunden gibt. Wir haben jetzt eben Ridley besiegt. Das ist auch schön und gut. Aber hier komme ich auch nicht zurück, weil das ja auch nur zum Runterfallen ist. Also irgendwas muss es hier noch geben. Warte. Da muss es hier noch weitergehen jetzt. Auch nicht. Gut, ich fühle mich mal wieder auf. So, jetzt mal ganz scharf nachdenken. Hier haben wir gegen ihn gekämpft. Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen? Ah, warte. Ah, haha. Ich gehe aber erstmal hier rüber. Wie, hier gibt's nichts.
Okay. Habe ich verstanden. Dann kommen wir eben auf diesem Wege zurück. Haben Riddle besiegt. Das war jetzt nun nicht wirklich so die krasse Herausforderung. Aber es war in Ordnung. Ich meine, ich habe einfach nur mit Missiles auf ihn eingeschossen. Aber wie gesagt, der Raum ist auch ein bisschen anders aufgeteilt, als es noch zu Super Metroid der Fall war. Oh. Ja gut, ich arbeite da mal vor. Wie komfortabel das ist. Und dann kommst du da nicht mal hin, oder was? Wow. Ja komm, diesen einen Hit, den können wir auch einstecken. Das ist jetzt auch nicht weiter das Problem. Jetzt haben wir zumindest hier diese eine Rückwegmöglichkeit. Stimmt, du fällst da nämlich nach unten. So, jetzt ist nur die Frage, die sich mir auftut, folgende. Komme ich da echt nicht hoch? Okay, hier kann ich ja... Gut, da komme ich ja eh wieder zurück, das ist klar. Gibt es da eine Sache, wo man überhaupt lang kommt, also wo man nochmal nach oben sich schießen kann? Da gleich, okay. Das können wir zumindest... Warte mal, wir können es ja ganz kurz speichern, ne? Ach so! Das ist dann durch die Geschwindigkeit auch, sag ich mal... Ah ja, okay. So, jetzt müssen wir nur nochmal versuchen, da ranzukommen. Aber wie können wir das schaffen? Wahrscheinlich jetzt noch nicht. Weil wir eben jene Attacke noch nicht haben. Gut, gehen wir einfach weiter. Wir gucken mal nach oben. Vielleicht haben wir ja, wenn wir nach oben gucken, schon die Antwort auf unsere Frage. Man munkelt. Man kann es ja mal ausprobieren. So. Also, erfolgreicher Rückweg. Oder was war hier? Was gab es hier, dass ich da nicht hoch konnte? Weil ich habe ja kein neues Goodie bekommen. Aber wir haben das hier jetzt, genau. Deswegen fallen wir hier hindurch. Das wollten wahrscheinlich auch die Entwickler. Okay, das ist auch W2-Lava. Die ist ja auch für diesen Suit zu heiß, okay. Hier müssen wir wahrscheinlich ganz einfach... Ja, einfach nur um die Ecke, zack. Wieso geht das jetzt hier nicht kaputt? Das müssen wir auch nochmal untersuchen. Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? 15:38. Ach halt. Runter. Hä? Warte. Okay, so schnell wollte ich noch nicht zurück, aber ist okay. Wahrscheinlich habe ich erstmal gar keine andere Wahl. Also wir wissen ja, beide Dinger sind jetzt aktiv. Wir haben jetzt aber... Wow. Okay, das kam unerwartet.